Also so 1800 hätte ich. Boah, lol. Ja, okay, dann nehme ich mir mal so ein, zwei Stacks. Ne? Willkommen zurück zu TechTown mit... Ja, The Dead Sheep. Guten Tag. Mir hier, also. Hast du eine Mob-Farm hier drin? Ja, aber mir hat einer die Kühe gestohlen. Ach, diese Summe meintest du? Ja, das ist ätzend, ne? Komm mit zu mir ganz kurz. Nee, mit einer die Kühe gestohlen und die ich so schön geholt hatte, ja, von voll weit weg. Haha. Ja, voll mies, ey. Komm mal hier zu mir, Junge. Aber ich krieg die Sau. Die hast du dir bestimmt einverleibt, ne? Nee. Wenn, dann sind das schon leckere Barren. Komm mal runter. Hör mal mein Brummen. Ganz runter? Na, hier. Ah, hier. Mein Gott. Ich habe so ein leises Surren. Ich habe ja immer so eine Anlage gebaut, weil ich kriege das nicht hin, halt auf 2000 Rad zu kommen. Und jetzt mache ich hier Lubricant. Ja. Damit ich quasi diese Wassermühlen antreiben kann. Hörst du das die Geräusch, Junge? Wassermühlen? Ja, die brauchen halt Lubricant zur Schmierung, sonst drehen die sich nicht. Die Wasserpumpen oder was? Da sind noch andere Dinge. Ja, so riesige Wasserräder sind das. Ach so, ja gut, okay. Das, und je höher das Wasser da drauf knallt, desto mehr Power haben die. Und damit kann die halt so einen Bedrock Breaker antreiben. Ja. Ah, okay, okay. Nee, ich werde erstmal mein E-System weiter vorantreiben hier. Lubricant. Aber dafür muss ich noch in der Hölle. Warum das denn? Ich brauche noch Nether Quartz. Achso, wie viel brauchst du? Ach, keine Ahnung. Ich muss noch ein paar Heat-Vents bauen, weil ich muss halt dieses komische Flui-Zeug da bauen, weißt du? Also so 1800 hätte ich. Boah, lol. Ja, okay, dann nehme ich mir mal so ein, zwei Stacks, ne? Ja, nimm mal raus, weil das geht auch durch den Laserdrill. Wird auch erzeugt. Ah, ja, das ist ja perfekt. Und ich erhöhe mal den Output des Laserdrills, indem ich den Maxi-Generator anwerf. Bam. Ah. In deinem ME-System, warte ja, ne? Ja, genau. Okay. So, was wollte ich nochmal? Ja, ne, guck gleich mal in meiner Wand. Ja. Da habe ich doch diese grünen Monitore, wozu bald ein neuer Part rauskommt, zur Erklärung. In welche Wand? Ja, wenn du reinkommst. Gegenüber von der Maschine sind so riesige grüne Monitore. Ja. Cool, was oder? Was macht das? Ja, dann kannst du den Generator mit anmachen. Ach so. Cool, oder? Mit Rechtsklick. Ah, okay. Reaktor Mini, Reaktor Maxi. Ja, der Maxi, der haut auf den Laserdrill mit drauf. Ah. Wie muss halt verbinden dahinter? Kompliziert mit so einem Computer und so Kabeln und so Modems. Ja, ich guck mal so ganz kurz hier in deine Wand rein. Also ich verstehe es selber nicht so ganz, aber jemand hat mir eine super Anleitung geschrieben. Ja, sehr gut, okay. Ja, gib mir Mühe. Das lasse ich erstmal. Ich finde das ME-System noch kompliziert. jetzt mal ein paar Lampen. Was bin ich denn hier? Ah, hier. Weißt du, ich baue mir so einen Bedrock-Breaker in die Deep-Dark-Dimension und dann geht er nicht, weil die Maschinen nur Tier 0 sind und nicht Tier 4. Oh. Richtig behindert. Mein Gott, auf was für einen kleinen Scheiß man alles achten muss, ja, ne? Aber ich mache das jetzt anders. Ich kriege das so nicht hin, Mann. Nein. Und eure Hilfe ist zwar nett, aber es war noch nicht wirkend. Also es war noch nicht zielstrebend. Genau. Kann man das so sagen, ja. Ja, der Peter ist halt ein bisschen verstimmt darüber, dass ich mit 200 Fake-Accounts ihm immer falsche Tutorials schicke. Genau. Ja, mach das mal, das ist voll cool. Das funktioniert mega. Und dann wird auch nichts. Oder immer Videos mit falschen Thumbnails drin. Ja, die sind auch immer sehr, sehr gut. Ja, ne? Wo habe ich denn den Maze? Kann man die Dinger nur in dem normalen Maze, in dem anderen Macerator, Macerate, nur hast die Nether-Sterne? Ne, die kann man auch in den Pulverizer schmeißen, ne? Ja, glaub schon. Ja, gut. Weil der ist nämlich auch viel schneller, habe ich gemerkt. Echt? Ja. So. Als der Macerator halt so, ne? So, also. So meinst du? So, quasi so, ja. So, ja, so, genau so. Genau, voll so halt, ne? So, ich baue mir jetzt mal ein paar Dinger hier fertig, ne? Ich hoffe, die reichen. Dinger? Warte, ich sag dir sofort, wie die heißen, wenn ich sie gefunden habe. Wegen den Engines, du hattest ja gerade die Frage. Und zwar heißen die, pass auf, Junge. Boah, jetzt muss ich schon wieder den HV-Consumer neu setzen. Boah, es sind so viele. Achso, weil es ja nicht ging, oder was? Ja, was soll denn der Scheiß, ey? Ah, hier. Hydrokinetic Engine. Hydrokinetic Engine. Wenn man jetzt noch das richtige Fachwissen hätte, dann wäre bestimmt noch awesomer, das Spiel. Wenn man wüsste, man da baut, so, boah, ich habe heute einen Hydrokinetic Engine gebaut, voll heftig. Voll krass, Mann. Komm, der ist in 9 Jahren raus. So, ich brauche diese
Bars. Warte, jetzt muss ich mal rechnen. Ich brauche 5 Stück, glaube ich. 5 mal 8. 40, glaube ich, ne? Wovon? Von Paddle Panel. Paddle Panel. Ja, die heißen so. Paddle Panel. The Paddle Panel. Voll behindert, dafür brauche ich voll viel Mats wieder. Mats. Oh, ich sehe schon, so. Ich habe viel zu wenig davon zusammengebaut. Und Peter, hast du denn deine Abonnenten daran erinnert, dass sie sich für ihr Gamescom-Ticket noch einen LOL-Skin holen können? Echt? Für jedes? Ja. Ja, da ist so ein Zahlencode drauf und da kriegt man einen Kyle Riot Skin und irgendwie einen Augenskin, wovon ich selber aber nicht raff, was ein Augenskin sein soll. Ja, das ist so ein Auge, Junge. Ja, so ein Auge, Junge. Große Auge, kleine Auge. Dicke Auge. Dicke Auge. So, ich muss diesen komischen... Aber so als Hardcore-LOL-Spieler meiner Seite habe ich das ja einfach mal gegeben, ne? Ja. Weil dann habe ich da zu viel LOL. Ich habe gedacht, ich erinnere deine Abonnenten auch mal dran, weil du ja nicht so viel LOL machst, weißt du? Ja, stimmt schon. Ich bin mal nett. Hab Dank, Holdemeis. So, ich brauche Redstone, Certus, Quartz Dust und Nether Quartz Dust. Also es geht hier langsam nur noch ins Craften über, aber ich hoffe, das kann ich mal tauschen. Weil wenn der Bedrock Breaker mal fertig ist da unten, dann geht's aber voll ab. Eigentlich, aber es ist irgendwie paradox, ne? Man craftet, damit man nicht mehr so viel craften muss. Ja, das ist dann halt Erfolgsgeheimnis hinter Minecraft. Ah, okay. Jetzt so hab ich's verstanden. Ich hab's verstanden, cool. So, Redstone brauche ich noch. Oh, ganz schnell, bevor mein Strom hier leer wird. So. Ja, Redstone habe ich auch ein bisschen. Obwohl, ich gehe mal eben pennen. Ja, ich habe noch ein paar Blöcke. Warte, ich guck mal auf meinen Monitor. Ich habe 25.000. Okay. Vielleicht sollte ich mir noch einen Laser Drill bauen, damit das mal schneller geht. Ich glaube, ich baue mir einen Dispenser, der immer diesen EUHV-Consumer platziert, wegnimmt und wieder platziert, wenn ich den einschalte. Dann brauche ich das nicht von Hand machen. Ach so, lol. Könnte ich eigentlich machen, ne? Ich finde auch blöd, dass man diese Rotary-Craft-Sachen in das andere Ding craften muss, weißt du? Ja, das nervt. Und manche Teile davon aber wiederum nicht. Ne, die Einzelteile nicht, nur die ganzen Maschinen. Genau, das fand ich auch mega unintuitiv. Ich habe gedacht, warum geht das denn jetzt nicht, so weißt du? Und dann baust du die scheiß Werkbank und legst dann da diese normalen Sachen drauf und dann kommt wieder, geht wieder nicht so. Und du denkst nur so, hä? Warum? Ich verstehe das nicht. So mega behindert. Ich hab da Scheiße gemacht, sorry, aber. Mit mir nicht. Das sind Programmierer, weißt du? Ja, machen die gerne so eine Scheiße. Ja, so unintuitive Scheiße. Weil sie jetzt selber ja können, weißt du? Ja. Ich hatte auch mal so einen Lehrgang bei Opel und habe mich danach beschwert auf dem Lehrgang, dass der, also so einen Online-Lehrgang hatte ich. Ja. Damit du zugelassen wirst zu einem Lehrgang da. Und dann habe ich mich nachher beschwert, dass das so scheiße war und dieser Ingenieur sagte, wieso, ist doch ganz einfach, weißt du? Klar. Ja. Mit diesen behinderten Scheiß-Ansichten. Ja, weißt du, vor allem auch, wenn du das selber teilweise vielleicht mitentwickelt hast, auch dann ist das nochmal was ganz anderes. Ja, ey. Genau. Das siehst du ja schon hier. Lass mich mal unten eine Mine graben und ich versuch dir zu sagen, wo du hin sollst. Ja. Mach das mal. Ja, das wäre cool, so. Oder? So, weißt du? Oder such da mal irgendwas, so. Dann kriegst du das schon hin, so. Und dann kriegst du das schon hin, so. Junge. Es gibt ja auch was von Rotarycraft, um das um die Ecke zu machen, oder? Ja, das heißt, ich glaube, warte mal, irgendwas mit Box, aber ich such's raus eben, weil ich weiß, wie es aussieht. At Rotary Craft, wo ist es denn? Suche mir die Box. Oh yeah, I'm looking for the box. Baue ich das mal und dann läuft hier Wasser runter, vielleicht erstmal von ganz oben. Ich glaube, Junction sind diese normalen, ach genau, das heißt Bevel Gears, B-E-V-E-L. Bevel Gears? Ja, oder Buell Gears oder keine Ahnung, wie das heißt. Ich denke mal Bevel Gears. Sind das auch so Kasten oder was? Ja. Ah ja, Bevel. Diesen Schraubenzieher hast du ja eh, ne? Ja, der ist voll geil. Ja gut, hör mal. Und ich sehe gerade, ich habe gar nichts mehr, Alter. Ich habe nichts mehr. Wenn du alleine bist, kannst du dir vorstellen, du hättest einen Freund zu Hause. Was? Ja, dann kannst du den Schraubenzieher auch interjektionell einsetzen. Ah, okay. Wenn du das sagst, so. Es gibt hier übrigens auch passend zum Thema einen Ground Penetrating Radar. Lol.
sehe ich hier gerade von Rotary Craft. Was macht dieses ominöse Gerät? Es penetriert den Boden. Oh, Hardenet? Hardenet, ja. Das hätte man ja auch nur auf Bühne sagen sollen, ne? Stimmt. So, Leute, es gibt eine Bedrock Handsaw. Ja, richtig krass. Geil. Was kann man denn damit machen? Nicht alles, weiß ich nicht, wahrscheinlich Bedrock durchsägen oder so. Was mache ich denn jetzt hier? So, ich wollte jetzt, was muss ich nochmal bauen? Diesen Meine Assembler, Stimme ist noch voll beschlagen. Ne? Ach, den Assembler habe ich ja. Meine Stimme. Obwohl, das Geräusch ist ja krass. Ja, immer, voll das Geräusch, Junge. Oh, ich glaube, ich habe alle Wasserräder fertig. So. Crafting Terminals musste ich bauen, okay. Das war's. Hm, das ist sowas, da habe ich gar keinen Bock drauf. Weißt du? Das ist so ätzend, das ist so viel auch. Ja, ich konnte jetzt in letzter Zeit nicht so viele Livestreams machen und jetzt merkt man erstmal, was man da geschafft hat in den Dingern, weißt du? Ja, klar. Jetzt hinkt man so ein bisschen hinterher, weil ich baue jetzt hier die Scheiße, die ich eigentlich im Livestream gebaut hätte, in der Folge. Eben, nochmal. Aber ich glaube, das ist eigentlich interessant hier, glaube ich, für die Leute, die es nicht kennen. Hoffe ich? Nö. Okay. Nö. So, nee. Warte, Bebel. Gebt einen Daumen hoch, wenn ihr das auch findet. Ja. Cool. Ich hatte mal auf irgendeiner Folge 7000 Likes. Ich frage mich, was da passiert ist. Wir hatten ja auch 3000 Likes auf dem Angeklebt, ne? Ja, lol. Auf Gamiano TV. War auch cool. Ich glaube, wir müssen mal machen, dass ich öfter verliere, weil ich glaube, die wollen sehen, dass ich leide und nicht du. Ja, meinst du? Ich glaube schon. Oh, das finde ich sehr sympathisch eigentlich. Ja, sehr gut. Da habe ich jetzt nicht so das Problem mit, also. Boah, was brauche ich denn da? Weißt du, das scheiß ME-Access-Terminal schon, ne? Aber ihr könnt ja mal gucken bei Gamiano TV, wenn er das mal eingibt, da ist quasi eine neue Challenge von der Gamescom gerade drin. Stimmt. Wenn er da Bock drauf hat. Das war lustig. Da haben wir nur eine halbe Stunde für angestanden. Ja, sehr geil. Aber eigentlich hätten wir so ein Triathlon machen müssen. Ja, ne? Weil oben war nochmal so eine Ball-Arena, dann, also so verschiedene Sachen hatten die da. Eigentlich hätte man machen können, aber die Zeit war auch knapp. Ja, stimmt. Aber ich denke mal, nächstes Mal dann planen wir das richtig. Aber voll die spontane Challenge. Sollen wir doch draußen eine Challenge machen? Ja. Ja, ich meine, da standen gerade wenig im Verhältnis zu sonst, ne? Ja. Warum auch nicht? Und so, dann direkt hoch und Party machen wir mal. Boah, wie oft ich jetzt dieses Rezept hier durchgegangen bin, ne? Das ist echt abnormal. Boah, so Schuhe hätte ich gerne in echt, ey. Wo du einfach irgendwo runterspringen kannst? Ja, vor allem, wenn hier so einen super langen Gang runterspringst, ja, so... diesem Wind, weißt du? Und dann so, lol, was leuchtet denn jetzt hier alles? Boah, wat, ich vergesse immer, was ich da noch reintun muss. So Eisen, danke. Wie drehe ich denn das Beaver Gear? Mit dem Schraubenzieher auch. Warum zeigt denn immer in eine Richtung? Verstehe nicht. Oder musste man, nee, Quatsch. Da musste man setzen. Genau, du musst In- und Output setzen, die Farben, die an den Seiten dran sind. Ja, und wie? Ja, Input, ne, da wo es reinkommt, wo die Energie herkommt und Output da, wo sie hingehen soll. Aber muss ich irgendwie drücken? Ah, ich sehe schon. Ah. Hast du jetzt? Ja. Hey, er hat es. Ah, hier kann man die Seite angucken. Also hellblau ist Output. Output-Seite ist hellblau. Was fehlt mir denn hier? Ach, Glas. Und Input ist eigentlich nur gelb. Und die anderen Seiten kann ich jetzt ausmachen. So, was wollte ich jetzt bauen? Ach ja, ich wollte ein ME-Access-Terminal bauen. Ich glaube, so ist gut. Junge? Warum kann ich das jetzt nicht da dran bauen? Warte mal. Ich brauche Platz für die Räder, weißt du? Oh nein, ich habe es, glaube ich, versetzt. Scheiße. Scheiße, Peter. Das war's. Scheiße. Jetzt kann ich ja wieder abbauen, den Scheiß. Jetzt muss das ganze Haus abreißen und neu anfangen. Nur die oberste Etage. Scheiße aber auch, ne? Ah ja, zu euren Bewerbungen fällt mir gerade mal ein, ne? Weil sich viele bei mir gerade bewerben, neue User, dass sie quasi gerne mitmachen wollen. Es machen nur Leute mit, die quasi schon einen, ja schon bekannter sind, sag ich mal. Da kommen jetzt keine neuen Leute rein, die keiner kennt. Ja. Sondern mehr so wo rein? Kollegial. Hier oder hier, genau, hier ins Projekt. Ach so. Seid nicht böse drum, aber das ist halt so, ne? Eben. Rot, out, in... Wollte ich denn jetzt bauen? Oh. Mein Gott, ich wollte noch so ein Ding bauen. Output. Das habe ich.
Boah, meinst du, ich könnte mir diese Kackrezepte hier merken, ey? Boah. Was ist denn los mit dir? Das ist echt furchtbar. So. Gut, dass es hier diese Suchfunktion gibt. Stell dir vor, die wird es immer noch nicht geben. Ja. Wie ätzend dann solche Modpacks wären, ey. Ja, stimmt, dann müsstest du sie alle auswendig kennen, ne? Ja, oder wieder Back to the Roots, dann würdest du so Rezeptbücher geben, alle paar Wochen. Wer auch hätte auch Stil wieder. Dass du ein Buch lesen musst? Ja, wie so ein Lösungsbuch früher so. Das war irgendwie cool noch dazu zu haben, fand ich. Ja, zum einen schon, aber zum anderen habe ich da mal so oft reingeguckt. Ja, das schon. Aber ich habe mir die auch eigentlich immer nur gekauft, wenn ich wirklich überhaupt nicht weiterkam irgendwo, weißt du? Ja. Naja, bei manchen Spielen waren die ja auch dabei, ne? Echt? Also ja, das Secret of Mana, da hattest du so ein Riesenpaket und da war halt dieses Lösungsbuch dabei. Nee, ich hatte nur diese kleine Packung, oder? Och, da hat dein Vater wohl gespart. Ja, anscheinend. Ja. Na, ist auch viel interessanter eine Lösung. Ah gut, aber bei Secret of Mana braucht man jetzt auch nicht unbedingt ein Lösungsbuch, glaube ich, ne? Nee, normal nicht. Nee. Aber da war ich auch sehr, sehr klein, ne? Was? Ja, so 1,60, so wie du. Aha. Witzig, ey. Voll witzig, Junge. Ich komme kaum aus dem Lachen raus noch. Ja, schon krass, oder? Was brauche ich hier nochmal in dem blöden... ach genau, ein Pattern Provider, ne? Das war das, ne? Pattern Provider, ja. Pattern. So, der Pattern Provider. Boah, dafür muss ich ja noch mehr so Dinge... Boah, ich krieg gleich die Krise, Alter. Ja, das ist voll geil, oder? Das ist so furchtbar. Okay, was brauchen wir denn für diese wunderschönen Teile hier? Alles nochmal von vorne. Quartz Cutting Knife, Gold, Redstone, Alter, ey. Aber ich glaube, wie ich das baue, das sehen wir erst in der nächsten Folge. Ne? Meinst du? Ja, meine ich. Ne? So schnell wird das nicht fertig, der ganze Haufen an Scheiße hier. Boah, hast du keinen Bock mehr zu bauen oder was? Doch. Aber es ist halt trotzdem, das Problem ist immer, wenn ich dabei rede noch, weißt du, dann verliere ich immer den Überblick. Ach so, verstehe ich schon. Ja, ne. Ich glaube, ich habe auch eine mega Idee. Ja? Ich mache ja alles kaputt. Aber gut, ich würde sagen, bis zum nächsten Part. Bis zum nächsten Part. Tschüss. Tschüss.